Det är stort program, The Grund av Levende Hoppning. Jag redner är Rudi Nyfeldt. Jag begreisjund in den nomen van Jesus Christus. Und da sind wir bei den nächsten Punkt gekommen. Das nächste Thema ist, was wir nennen, die Türke Tide. So von da sind wir in Gottes Plan für die Menschen oder die sieben Tide, bei der Tide gekommen, wo wir will betrachten, wo die Türke Tide anfangen hat, wo die Gemeinde anfangen hat, wo was anfangen hat, was vorher nicht von dir reden wird. Wir sehen dort, der Heilige Jesus kam rauf, nur Apostelgeschichte Kapitel 2, an den Tag, wo die Bibel nannte, Pfingsttage, und wo die 120 in der Bauerstuhl wären, wo die alte Apostel abmachen wären, wo der Heilige Jesus rauf kam und in Menschen wohnen da. So, wir wollen anfangen, mal Epheser Kapitel 3 lesen, wo Paulus sagt, ich will jünd ein Geheimnis offenbaren. Er sagt es dort, in der vierte Vers anfangen. Das sage ich, um jünd dort klar zu merken, wo ich das Geheimnis von Christus verstehe. Das wird den Menschenkinder in frühen Tiden nicht so klar gesagt, als seine heiligen Apostel und Propheten dort nicht durch den Heiligen Jesus haben. Dort ist das, dort die Herden auch mit oben in Glieder an den selben Körper sind, in Anteil haben und dort wird in Christus Jesus durch das Evangelium versprochen ist. Was Paulus hier sagt, ist, dort von hier wieder wird die Offenbarung, wie die Apostel und die Propheten dort offenbart worden, die Propheten wird nur Jesus in Tiet nach wir, würde gut sein, dass der Judenfalt und der Herrenfalt würden der Taub eins sein. Und dort würde alle Bäden, würde der dem Heiligen Jesus kriegen. So wir wollen anfangen, der Anfang von der Türkei-Tiet. Wo passiert dort? Dort passiert im Apostelgeschichte Kapitel 2. Wenn wir nur ein paar Verse lesen, dann sagt das uns, dass dort die erste Verse anfangen zu lesen. Aus der Pfingsttag dann tschäum, werden sei alle auf eine Stadt taub, und plötzlich jeden sei so aus im Sturm ein rüschendes Gelied von Himmel, so dort im ganzen Haus zu hören wir, wo sie sorten. Dann sagen sie mit einmal Tungen aus von vier, und die sahen sich auf jeder einen von an. Sie wurden alle mit dem Heiligen Jesus gefällt und fangen an, in anderen Sprachen zu reden, durch noch aus der Jesus an dort mehlig mehr. So, was wir hier sehen, ist, das wird das erste Mal, wo der Heilige Jesus wird durchgegangen, dort wie in Jerusalem. Der Heilige Jesus fall auf die Jude. Hier passiert dort, wo die bloß auf die Jude fällt, fallen die. So, wir sehen zwei Dinge passiert. Die kriegen den Heiligen Jesus hier und reden in andere Sprachen. So, was hier passiert, also als der Heilige Jesus raufkam, diese 120, die in die Bauerstuhl wäre, wo die Alpha Apostel abgemacht wäre, als die dem Heiligen Jesus kriegen, dann können die hastig, was der Heilige Jesus entgeift, eine andere Sprache zu reden, sodass das Evangelium in alle Sprachen rübergehen wird. So wie sein das Wort hier passieren wird, was du angehen wird. Dann sagen wir das nächste Mal, der Heilige Jesus kam rauf in das Samarien. Heilige Jesus fall auf die Samariter, Mischfalt mit den Herden. Sie dort samaritische Volk oder dort Volk Israel, die Tierstamm, die in Samarien in der Umgebung wohnte, der hatte sich über die Jahre gemischt mit dem Herdenvolk. Und jetzt sei wie dort Apostelgeschichte Kapitel 8, 12, 17, wenn wir dort lesen wollen, fangen wir dort der Heilige Jesus fall nur auf dich. Und dort sagt es dort in der 14. Vers anfangen zu lesen. Aus der Apostel in Jerusalem hielten, dort sei Gott sein Wort in Samarien angenommen haben, schickten sei Petrus und Johannes dohan. Als sie dahin kamen, beten sei für an, dort sei den Heiligen Jesus kriegen möchten. Weil's bald nu wird die noch abscheinen von angefallen, sie werden noch mal bloß in Jesus Christus seinen Namen gedeiht. Dann leiden sie an die Hänge ab und sie kriegen den Heiligen Jesus. So, was wir hier finden, ist, was interessanter. In Samarien, die Menschen glaubten, die wurden gedeiht, aber dann kamen der Apostel und lädt an die Hänge ab, so dass was sie die Hänge abläden, eben am Bede deutet, dann schreien sie dem Heiligen Jesus. Wo ganz interessant ist, was dort passiert ist. So, wir sehen in Apostelgeschichte, wo wir wollen sehen, Apostelgeschichte ist ein Buch, wo wir sehen, wo Dinge ändern dann, wachsen dann. So, dann fangen wir dort nächste Mal. Dann sagt der Caesarea als in Samarien, auch der Heilige Jesus fall auf der Herde. So, nun sehen wir noch einen Tag in Apostelgeschichte Kapitel 10, wo Petrus nur der Herde ging, nur Cornelius sein Haus. Und du sagtet uns das, die 44. Vers anfangen zu lesen, Apostelgeschichte Kapitel 10. Als Petrus diese wir noch redet, fall der Herde Jesus über all die, die nur dort wird horchten.
in der Judenchristen, da immer Petrus taubt gekommen wären, wunderten sich durch Eva, dass der Heilige Jesus auch Eva dei nicht Juden utgegoten ward, weil sie Juden dei in andere Sprachen reden, in Gott loben, dann seht Petrus, kann irgendwer dort Butter verbeiden, dort diese nicht sollen gedeibt worden, da den Heiligen Jesus, die Rot so gut getreten haben, als wie, in halbe Faul an, in Jesus Christus seine Nomen zu deipen, dann fragen sie am, nach ein paar Diobian zu bleiben. So, nun fangen wir dort die Schrift, sagt uns, hier in Caesarea, aus der Gleide, dann sagt er, der Gleide, der Heilige Jesus fällt an. Ganz das Erste, hier fällt der Letzte an, hier muss ich Gebet über dich, hier fällt der Eva an. Dann sagt er, der Reden und Sprecher. Dann werden sie ja da. So wie seine hier als eine Verschiedenheit, wo der Herr Jesus raufkommen da. So Jerusalem, Samarien, und waren Samaria, wurden Caesarea, oder Caesarea, wurden Samarien hier. In dieser Zeit gingen von ungefähr 10 Jahren vorbei, wo der Herr Jesus von da aus in Jerusalem raufkam, ob dort Jude fällt, was er raufkam, ob dort Herde fällt, Cornelius sein Haus. So nun wollen wir ein klein bisschen betrachten hier. Hier, der Kreid im Heiligen Jesus, der Reden spreche. Hier, der Gläubige, der wurde gedeiht, Kreid im Heiligen Jesus, das Letzte. Hier sei wir bei der Herde, der Heilige Jesus voll auf dich, wenn der Gläubige. Dann reden die und sprechen, und die werden gedeiht. So, was wir hier fangen, als dort die Zeit, die Gub, was dann Menschen nennen, aus der Heilige Jesus und die nennen, in Sprache reden, die brauchte sich dort nicht lehren, nicht dort in Sprache reden. Dort in Sprache reden, wird nicht gelehrt, so ist es von der ersten Tag gelehrt worden. Die Kreide direkt vom Heiligen Jesus. Wenn es dort griechische Wort Sprach wird, wie ein anderes Wort, nahe als dort Wort Glasser. Und dort meint Sprach. Dort meint ein Sprach, was Menschen verstehen können. So Gott gibt die 120 hier, die Go, zu den Sprachen reden. Direkt von Helden Jesus. Die brauchte sich dort nicht lehren. Hier sei wie passiert nicht. Dann war es sei wie die Herde passiert, aus der sich Jesus annehmen würde. So was passiert, dort Gott weiß, der Jude, was mit Petrus wieder Menschen kommen, dort die Herde kriegen Kreuze Gott, dem Helden Jesus. So aus sei Horde. Und das, was Petrus hier sei, der an diesem Tag. So, wenn wir das beobachten, dann sei wie, dort Jerusalem wird das Erste, der Herr Jesus ist gut, dann über Samarien, dann über in Caesarea, über der Herde. Und dann passiert auch, wo wir sehen, dort die Bibel uns sagt, dort die verschiedenen Wege, wo der Herr Jesus raufkam, als nicht eingekommen. Dort sage ich noch nicht, wenn die Bibel den war, aber so wie die Bibel studiert, dann sei wie dort Paulus Luther sagt, nicht erst dort nicht mehr, als es dort in anderen Wörtern sagt, der ich glaube, kriege dem Heiligen Jesus. Und noch nicht, wo mehr wird, Tommy erwähnt, dass er in Sprache redet, wann der dem Heiligen Jesus kriegt. So, wenn wir gehen noch dort ein von den verschiedenen Wegen, der Heilige Jesus raufkommt auf Menschen. Nun, wenn wir Jesus annehmen, dann haben wir auch den Heiligen Jesus. Neu Epheser Kapitel 1, Vers 13. Und du wirst hingehen in seine Wort Paulus, du sei der. Paulus merkt, dass hier sei ja klar, dort er sei in der Kapitel 1, Vers 13 in Epheser. Und so wird das auch mit Jünd, der ihr die Wahrheit gehört haben, wo der hier gerat worden in und angeleiden, dann täten Gott Jünd mit dem Heiligen Jesus. Dann sagte, der Heilige Jesus bürgt auf er, dort wie dort schrien, was Gott uns versprochen hat. Du wehen, weil wir alle seine Herrlichkeit loben. So, was die Bibel uns auch verstanden hat, so ist dort eine Apostelgeschichte passiert, die anderen ist verschieden, weil der Heilige Jesus raufkam, dort ist er eingegangen. Von der schon da, jeder Person, die Jesus annehmen, der den Moment kriegt dem Heiligen Jesus. Nicht 2 Jahre Lothar, oder 2 Monate, oder ein Jahr Lothar, oder noch Lothar. Nur den Moment, wo der Jesus annimmt, kommt der Heilige Jesus in den Namen. Und dann wohnt Gott in den. Und der braucht auch nicht in Sprache reden. Dort ist Phoebe gewohnt. Dort in Sprache reden, so wie von der schon Tag nicht mehr, dort Paulus dort irgendwo, nur dort erwähnen der. Und nach einem Ding, dort wie nicht ein Ding, was Menschen sich lehren brauchten. Dort rede ich direkt vom Heiligen Jesus. Wir dort, yes. Hier passiert dort. Hier passiert dort. Wo wir sind von der schon da, dort Gott schafft wunderbare Dinge, der verschiedene Sprache, wenn das Evangelium von der schon da und so viele Sprache ist, braucht Gott die Sprache und die Menschen, die Sprache reden, dann wird Gott es rüberbringen. Wo ist es hier, ganz am Anfang, bis hier dort, wo Gott dort das Evangelium in alle Sprache rüberbringen wird. Und viele Menschen können dort hier in ihrer Sprache, wo dann in Jerusalem wird. So mit diesem Gedanken sei wie dort Israel fall von dem Zustand in die Herrlichkeit Gottes, in ihr wurde während in den Gestalt als ein besonderes Volk für Gott. Nun sind die Herden in den Zustand in der Herrlichkeit Gottes in ihr in den Gestalt für eine Zeit, während Israel ihre Übertretung, Römer Kapitel 11,
11:24. Und du redet von Menjeprop. Gott hat das Volk Israel im Bett sie gesagt, wenn sie am Angehorsam wären. Nun hat er das Volk Israel aus den ersten Sehensplatz sozusagen. Und Gott hat nicht das Volk Israel schaffen. Dann du sich Jüde bekehren? Ja, yes, was Jüde bekehren sich. Aber er hat nicht mit das Volk Israel so schaffen aus einer Nation. Und mit uns Herde schafft er auch nicht aus einer Nation. Mit uns Herde schafft er so einzelwies. Aber er hat uns Herde nicht die Gelegenheit gegeben. Von hier an sei wie dort, das Wort Gottes singt nur der Herr, und der Herr habe dort angenommen, und die bringen das Wort Gottes nur wieder. Aber die Dacht kam, dass Gott sich war aber drei, nur das Volk Israel drei. Und das wird das nächste Mal sein, wo wir reden von dem 70. Werk, und wo wir sehen, dass die Entdeckung kam, Menschen waren wahrgenommen worden, Gott dreht sich drei nur sein Volk, und dann wird Gott war mit sein Volk schaffen. So, wir können sagen, nur auf dem nur Römer Kapitel 11, dort Israel er verstorben, sozusagen jährlich, dient für zwei Ursachen. Eins als Radung für die Herden. Dort die Herde auch können geraten worden, nicht dort die Eier können im Alten Testament, die musste dann durch das Volk Israel kommen. Aber von der schon da, wird Gott besonders mit uns Herde schaffen. In unserer Zeit ran auch zu eng. Unsere Zeit wird bosig zu eng. Wenn wir denken, wo wir sind in dieser Türke Zeit, wir sind wirklich ganz am Eng von der Zeit. Wo die Entdeckung wird kommen, und Gott sich wird drehen, nur sein Volk drehen. Der andere, was Paulus sagt in Römer 11, ist, Israel aufgänzlich merken. Das deint ihm, dass Israel aufgänzlich merken, seine, dass Gott, kreuziger, die Herde Leif hat, in der Radewelt. So, dass ja, uns unterverstanden, du hast kein Unterschied mehr. Gott hat alle Menschen über ein Leif. Er hat von Anfang an Welt gehabt, aber da war eine Zeit, wo er bloß mit seinem Volk schaffen hat, und wo wie die rote Linie immer war, die Abwiese hat, und wo Jesus am Kreuz ging, für alle Menschen zu sterben, und wer immer aus Herd oder Jüd nur Jesus kam, der wurde rein alle gerad worden. So, unser Zeit rennt auf. Und lieber Torch, wenn du noch nicht hast Jesus angenommen, dann würde ich die Mutter sprechen, dort zu tun, wenn es die Zeit kommt, wenn er wird zu laut sein. So, dort oder euer, die Sonne von der Union geht, ihre Eier, die Schlupe jetzt, wenn wir nicht, dort können sein, die Entdeckung, wo wir das nächste Mal davon reden, die wird kommen, Eier, das Dach der Engel, dort können wir noch lang dir. Die Bibel sagt uns nicht, aber wo wir sehen, ist, du hast eine Prophezeiung, meine, was braucht in Erfüllung gehen, dort Jesus in die Wolke kommt. Für dort Jesus raufkommt, ob ihr, dann macht er noch ein Teil Prophezeiung in Erfüllung gehen. So, lieber Töhörer, merkt ihr sicher, dass du hast Jesus angenommen. Muss Gott sein Wort gesehen worden. Wenn ihr übrigens Fragen haben über das Programm, dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben rdeuneufeld09@gmail.com oder auf ein WhatsApp-Nummer 591-770-60101. Ich wünsche euch alle eine gute Weg. Gottes Recken Segen mit euch.